Hallo liebe Garteninteressenten, hier bei naturstein-handel.de. Es kommen ja immer wieder Fragen auf, wie gut sind denn eigentlich Videos im Internet, was Gartenarbeit angeht und sowas. Und ich habe das ja jetzt schon 2-3 Mal gemacht und möchte es einfach auch mal ein bisschen weitermachen. So ein bisschen meine Kommentare nicht abgeben, aber einfach mal ein bisschen kritisch auch da reingucken und vielleicht Anmerkungen geben. Es gibt ja sehr, sehr viele richtig gute Videos und da schaue ich einfach mal rein, so wie heute. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, es geht heute um die Jungpflanzenanzucht. Wer sich erinnert, wir hatten Anfang Januar unsere Paprika ausgesät und unseren Lauch. Und wie ihr seht, auf den kleinen Saatplatten stehen die Pflänzchen schon wunderbar da. Und ich drücke einfach mal, die Platten sind nämlich ideal, weil die unten, wenn man da ein bisschen reindrückt, kann man den Ball ein bisschen hochdrücken und kann dann hier wunderbar die Pflänzchen rausziehen. Und wenn man hier mal schaut, die sind schon schön durchwurzelt. Das ist eigentlich schon der erste Hinweis, den ich ganz gut finde. Da wird oft drüber weggegangen, weil viele der Meinung sind, dass man auch direkt ins Freiland aussäen kann, beziehungsweise in großerflächige Ansatzschalen. Ich finde, mit diesen Quickpots das zu machen, wirklich sehr, sehr gut. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass ich natürlich von vornherein auch ein bisschen aussortieren kann, was sich was aufgekeimt ist und was nicht. Das heißt, wenn ich eine Jungpflanze ins Freiland nachher setze, wächst die wesentlich schneller, als wenn ich mit einem Saatgut anfange. Das heißt, nicht jedes Saatgut geht ja auf und so sortiere ich direkt schon von vornherein aus und habe letztendlich im Freiland keine Lücken, die ich dann mit irgendwas füllen müsste. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Weg und vor allen Dingen, ich kann natürlich viel, viel früher anfangen, weil drinnen ganz andere Temperaturen sind wie draußen direkt im Freiland. Und jetzt ist es an der Zeit, denen ein bisschen mehr Platz zu geben. Ich habe hier wieder Anzuchterde, auch die habe ich wieder im Backofen sterilisiert. Wer das Video nicht gesehen hat, wir verlinken euch das dann oben nochmal. Und jetzt pflanze ich die einfach nur in 9er-Töpfchen, damit sie ein bisschen mehr Platz haben und schön weiter wachsen können. Das muss man ehrlicherweise sagen, machen relativ wenig Leute, dass man weiter kultiviert. So nennen wir das. Das heißt, wenn ich einen Sämling in einem Quickpot oder in einer Saatschale angezogen habe, dass ich ihn dann nochmal in einen etwas größeren Topf setze. Viele sagen, das ist unnötig. Nee, das ist gar nicht so unnötig. Was will ich damit erreichen? Ich möchte damit erreichen, dass der Wurzelballen, der jetzt da ist, größer wird. Und dass sich mehr Wurzeln bilden. Und dass dieses Wurzelwachstum wird sich nur dann bilden, wenn sie auf Widerstand stoßen. Man hat das sehr, sehr schön bei dem einen Ballen gesehen, den sie da aus dem Quickpot rausgeholt hat. Die Wurzeln gehen bis an den Rand und dann fangen die an, sich so ein bisschen zu drehen, werden immer dichter, dichter, dichter und haben ein gutes Wurzelwerk. Und das Gleiche passiert bei dem 9er-Topf auch. Durch den Widerstand des Topfes bilden sich immer mehr Wurzeln, die immer dichter werden. Und wenn ich sie dann aussetze, dann gehen die Pflanzen natürlich richtig ab, wie man so schön sagt. So, dafür mache ich immer erstmal ein bisschen raus von der Erde. Schnapp mir dann hier so ein Pflänzchen, setz das rein. Füll wieder Erde auf, drückt es ordentlich fest und wenn ich die jetzt wieder hochtrage in mein Gästezimmer, kommen sie wieder unters Kunstlicht und da oben gieße ich sie erst an, dann habe ich es einfach leichter vom Gewicht her mit dem Hochtragen. Und ihr seht, die sind in keinster Weise gegeilt, geschossen oder sonst irgendwas. Und jetzt haben sie wieder ein bisschen mehr Platz in den Töpfen und können sich weiterentwickeln. Und sobald das Wetter es zulässt, das heißt, wir mindestens 15 Grad haben, muss ich diese kleinen Pflänzchen dann ja auch abhärten. Weil im Moment sind die ja nur das Kunstlicht gewöhnt. Wenn wir die jetzt einfach, selbst wenn die Temperatur passt, raus in die Sonne stellen, die würden einfach verbrennen, weil die diese Sonne gar nicht kennen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis von ihr, was auch viele nicht beachten, wenn sie dann die Anzucht schon mal innen drin vorführen. Die setzen dann einfach die Stecklinge direkt nach draußen. Das ist für die natürlich ein Witterungsschock.
Das ist genauso, als wenn die Pflanzen im Gewächshaus rangezogen werden unter Optimalbedingungen, ganz viel gleichmäßiger Dünger, gleichmäßiges Licht, gleichmäßige Temperaturen vor allen Dingen. Und dann kommen die nach draußen und werden den Witterungsverhältnissen von heute auf morgen umgesetzt. Wir nennen das einfach, dass man die Pflanzen akklimatisieren muss. Man muss sie allmählich im Prinzip an die äußeren Witterungsbedingungen gewöhnen. Wie macht man das? Die einfachste Art und Weise ist einfach, wenn man sie drinnen hat, dass man die Pflanzen einfach ab und zu mal ans offene Fenster stellt, wo der Wind reinzieht, wo die Temperaturunterschiede anders sind im Tagesverlauf. Und dann macht man das Fenster wieder zu und sie haben wieder ihre normalen Bedingungen. Und das macht man dann immer häufiger und so akklimatisiert man sie dann allmählich. Heißt am Anfang, wenn es warm genug ist, stelle ich die raus in den Hof, mache den Sonnenschirm auf, dass die schön im Schatten sind. Und abends, wenn es kalt wird, räume ich sie wieder rein und dann kommen sie Stück für Stück in die Sonne, immer ein bisschen mehr, damit sie sich daran gewöhne und nicht verbrenne. Also wohlgemerkt, nie direkt raus in die Sonne, immer erst im Schatten, abends wieder rein. Wie ab 15, 16 Grad können wir sie rausstellen. Es ist ein wenig Aufwand, aber genau so, wie sie es beschrieben hat, es ist eine etwas andere Methode, aber grundsätzlich akklimatisieren, nicht von heute auf morgen, sondern peu à peu. So, ihr seht, hier meine ganzen Sorten, ich habe schon alle soweit getopft. Die kommen jetzt wieder hoch unters Licht und die brauchen noch die Wärme für innen. Und dann hatten wir ja auch noch vorgesät den Lauch. Hier habe ich schon zwei Kisten vereinzelt. Die habe ich jetzt schon eine Zeit lang hier stehen und habe sie aus dieser Saatkiste rausgeholt. Und wenn ihr mal schaut, die haben jetzt sehr lange Wurzeln. Gehe ich hin, so ein gute Zentimeter, und dann knipse ich den Rest der Wurzeln ab. Ich will die dadurch anregen, schneller anzuwachsen und mache jetzt hier einfach ein Loch rein. Stopf die mit dem Stäbchen schön rein, schön tief, damit man eine schöne lange weiße Schaft bekommt, und drückt das Ganze fest. Das ist das, was viele häufig unterschätzen. Viele denken ja immer, dass der Wurzelballen immer hochempfindlich ist. Da sollte man gar nichts dran machen. Das stimmt auch zum Teil, ganz klar. Aber was sie richtig gesagt hat, durch das im Prinzip Ankneifen der Wurzeln habe ich die sogenannte Adventivwurzel auch an der Wurzel entfernt. Das ist die äußerste Spitze, die für das Langwachstum verantwortlich ist. Und wenn ich die abknipse, dann rege ich die Pflanze im Prinzip an, sofort kleine, viele andere Wurzeln zu bilden. Und die sorgen letztendlich für die Wasser- und Nährstoffaufnahme. Das heißt, das Wachstum wird oft viel, viel besser, wenn ich die äußerste Spitze eben etwas einkürze bei den Gemüsepflanzen. Und den letzten machen wir auch noch zusammen. Nochmal hier oben. Ein gute Zentimeter Wurzel, der Rest abknipse, ein Löchlein bohren und die Wurzeln schön vorsichtig rein und einmal andrücken. So, die hier gieße ich noch an, die anderen habe ich hier schon vorbereitet, die sind schon angegossen. Die lassen zwar jetzt hier bis hier die Stängel, weil ich sie zu lange habe draußen liegen lassen, weil ich euch den Schritt unbedingt zeigen wollte, aber die stellen sich auch gleich wieder auf. So, das heißt, die Sachen, die wir schon vorbereitet hatten, sind jetzt soweit verarztet. Wo wir das hinstellen, zeige ich euch gleich noch, aber erst möchte ich noch ein paar Samen ausbringen. Wir haben hier einmal den Sellerie, den ziehe ich mir jetzt schon vor. Der muss allerdings drinnen vorkeimen, weil der braucht so zwischen 20 und 24 Grad. Dann machen wir das Ganze mal auf. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, so ein bisschen am Rande, dass man sich genau mit den Keimbedingungen bzw. mit den Kulturbedingungen einer Pflanze auseinandersetzen muss, ob man möchte oder nicht. Das hört sich immer so wahnsinnig dramatisch an. Einfach genau lesen, was hinten drauf steht. Oder wenn man sich im Winter eine Kultur aussucht, die man anziehen möchte, dann sollte man sich darüber informieren. Man muss ja nicht über alle Gemüsepflanzen alles wissen. Nur über die 3, 4, 5 Kulturen, die man ranziehen möchte, darüber sollte man sich auch wirklich informieren, damit es was wird. Und deswegen liebe ich diese Firma so. Die hat schon gleich das Etikett mit dabei.
Und nicht wundern, dass ich immer so viel vorziehe. Ich ziehe ja für die ganze Familie die Pflänzchen vor. Also, wenn ihr den Platz nicht habt und noch andere Abnehmer, bitte immer nur ein bisschen was. Ich habe hier immer deutlich mehr, als ich selber brauche, weil ich das halt auch für meine Familie mit. Und ihr seht, die sind relativ klein. Und die versuche ich jetzt hier ein bisschen gestreut auszusehen. Und die werden dann wieder mit Deckelchen versehen und dürfen hier drinnen keimen und kommen dann erst später raus. Das ist eine Methode, die man eigentlich nur machen kann, wenn man wirklich eine sterilisierte Erde hat. Sie hat es ja ganz am Anfang gesagt, sie hat die Erde im Prinzip keimfrei gemacht, im Backofen, damit da im Prinzip kein Unkraut hochkommt. Wenn ich so eine Aussaatmethode draußen machen würde, könnte ich ja nicht mehr unterscheiden, was ist Unkraut und was nicht. Durch dieses Entkeimen, gerade am Anfang der Erde, beziehungsweise Sterilisieren, sorge ich natürlich dafür, dass Fremdsamen alle abgetötet sind. Das ist gar nicht so unwichtig. Das kann man im kleinen Bedarf wirklich gut im Backofen machen, um Gottes Willen. Draußen im Freiland geht das natürlich nicht. Da sollte man tunlichst dafür sorgen, dass man das Ganze in Reihen macht, damit man es deutlich besser kontrollieren kann. Aber in der Ansatzschale ist sowas natürlich völlig legitim. Jetzt drücke ich das einfach mal ein bisschen fest. Sellerie ist ein Lichtkeimer. Das heißt, da brauche ich jetzt nur eine dünne, dünne Schicht Erde drüber, so einen halben Zentimeter, maximal einen Zentimeter. Kommt da jetzt noch Erde drauf. Und die stelle ich dann wieder ins Wohnzimmer, bis sie keimen, mit dem Deckelchen drauf, damit ein schönes Mikroklima herrscht. Jeden Tag mal den Deckel hochheben, dass die verbrauchte Luft abziehen kann, damit das Ganze darunter nicht anfängt zu schimmeln. Und gegebenenfalls auch immer mal wieder mit der Sprühflasche nachbefeuchten, damit die Same, wenn sie keimen, nicht vertrocknet. Ein sehr, sehr schöner Hinweis eigentlich, oder zwei auf einmal. Ich finde das gar nicht schlecht. Sie hat ja jetzt auch relativ viel Übung damit. Viele tun sich sehr, sehr schwer, diesen halben Zentimeter oder einen Zentimeter oft zu sehen. Was hilfreich sein kann, ist ein grobes Sieb, was man mit Erde voll macht. Und dann siebt man das im Prinzip einfach da oben drüber, als wenn man was mit Puderzucker bestreuen möchte. Das funktioniert relativ gut, gerade eben auch bei Laien. Ganz wichtig ist einfach bei Lichtkeimern, dass sie möglichst viel Licht und Wärme von oben kriegen. Deswegen maximal mit einem halben, ein Zentimeter ist schon wirklich das absolute Maximum, was man an Erde im Prinzip aufbringen sollte. Bei Rasen zum Beispiel ist es so, dass der einfach nur ganz leicht eingehakt wird und das reicht an Bodenschluss schon aus. Auch ganz wichtig eben, nicht unbedingt gießen bei so kleinen Samen, weil wenn sich die Erde setzt, kann es durchaus passieren, dass dann die Samenkörner nach unten dringen weiter und dass die Bodenverdichtung oben durch das aufkommende Wasser entstehen kann. Auch hier wirklich mit einer Sprühflasche nur ganz, ganz leicht anfeuchten, aber immer so feucht halten, dass der Boden nie ganz austrocknet, weil der Keimling gerade in den ersten Tagen natürlich unheimlich darauf angewiesen ist, gleichmäßig mit Feuchtigkeit versorgt zu werden. Und der kommt jetzt, wie gesagt, wieder bei uns auf die Fensterbank ins Wohnzimmer. Den gieße ich nachher noch. Der darf dann erstmal vorkeimen. Der braucht hier drinnen noch ein bisschen wärmer. Wo sie gerade nicht drauf eingegangen ist, was ich aber ganz wichtig finde, ist, warum macht man eigentlich immer diese Haube darüber? Diese Haube hat folgenden Sinn und Zweck. Es ist letztendlich ein Mini-Gewächshaus, aber wirklich in Miniaturformat. Und es entsteht eine sogenannte gespannte Luft, so nennen wir das Gärtner. Das heißt, wenn die Pflanzen in der Wärme stehen, dann entsteht die Feuchtigkeit, kommt aus dem Boden raus. Sie geht aber nicht verloren. Das heißt, der Boden trocknet nicht vollständig aus, sondern die Luft da drin spannt sich so ein bisschen an, weil es eben in diesem kleinen Klima wärmer wird. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit ist eine höhere. Warme Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit, die dann aus dem Boden kommt, das ist natürlich die optimale Keimbedingung für ganz, ganz viele Pflanzen. Eigentlich versucht man in Miniatur das Klima der Tropen künstlich zu erzeugen. Okay, dann würde ich vorschlagen, regnet es gerade? Nee, es regnet nicht. Wir gehen dann gleich in den Garten und dann zeige ich euch noch, weil ich mache jetzt auch schon meine dicken Bohnen in die Erde und meine Erbsen, aber dazu draußen mehr. Ich ziehe mir jetzt eine Jacke an, schnapp mir das ganze Zeug und dann sehen wir uns gleich draußen im Garten wieder. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir hier im Tomatenhaus. Das ist an sich ja schon ein bisschen geschützt und ich habe hier so ein einfaches kleines
Foliengewächshaus. Da stelle ich jetzt meinen Lauch und die Sachen, die ich jetzt schon draußen vorkeimen will, rein und mache hier gerade den Vorhang runter, das Türchen zu. Und dann, wenn es richtig warm ist, wird es aufgemacht, dass es lüften kann. Und ansonsten ist es hier windgeschützt und noch ein bisschen von der Temperatur geschützt. Da können die Sachen in Ruhe vorkeimen. Wenn nicht nur die ersten Keimblättchen, sondern die ersten Herzblättchen da sind, dann werden sie dann auch wieder pikiert und können dann, wenn sie groß genug sind, auch raus in die Beete. Ein Hinweis, der so ein bisschen zwischendurch kam. Viele meinen ja immer, sie müssen unbedingt, wenn sie aufkeimen oder vorkeimen wollen, unbedingt auf der Fensterbank etc. bei hohen Temperaturen. Das muss alles gar nicht sein. Man muss gewisse Temperaturen haben, ja, aber gar nicht mal nötig. Es gibt ganz, ganz viele Pflanzen, die auch bei niedrigen Temperaturen gut keimen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und dieses kleine geschützte Klima, windgeschützt vor allen Dingen, aber eben es heizt sich auch in so einem Mini-Gewächshaus, Foliengewächshaus deutlich besser auf, wenn die Sonne mal kurz rauskommt. Sogar so, sagte sie ja selber, dass man mal eben lüften muss, damit es nicht zu warm wird. Dann kann man das alles sehr, sehr gut auch draus machen. Nicht mit allen, weil sie hat es vorhin ja mal kurz erwähnt, es brauchen auch manche Keimtemperaturen von 20, 24 Grad. Die kriege ich nur indoor zustande. Aber die anderen, die letztendlich entweder schon vorpikiert sind oder aber die eben Kaltkeimer sind, da ist das ganz locker auch draußen machbar mit einer geschützten Umgebung. So, dann gehen wir aber mal ein bisschen weiter. Nehmen wir uns als erstes mal die dicken Bohnen mit. So, das bleibt mal hier im Trocknen, weil es ein bisschen am Regnen. Der Matthias kriegt jetzt den Regenschirm, damit die Kamera nicht nass wird. Und dann gehen wir mal weiter. Und wie ihr seht, ich habe auch immer noch Spinat, den ich ernte, gell? Hier ein bisschen noch weg. Ihr seht, das Laub, was mir hier im Herbst überall drauf gemacht habe, hat sich schön zersetzt. Gleich noch ein bisschen Unkraut mit raus. Ein Steinchen auch noch raus. Die will ich nicht hier drin haben. Wir haben noch ein bisschen Erde aufgefüllt. Wir haben ja so viel ausgeschlachtet für den Hühnerauslauf. Und ja, das will ich jetzt noch ein bisschen hier durchhaken. Und dann kommen hier die dicken Bohnen rein. Ich sehe die junge Dame natürlich jetzt auch gerade zum allerersten Mal und beim Gartenrundgang, was mir aufgefallen ist, kann ich wirklich nur jedem Hobbygärtner oder Anfänger gerade im Gemüse nur wärmstens empfehlen. Und zwar diese Vorgehensweise mit Hochbeeten oder umgrenzten Gemüsebeeten. Das ist in der Handhabung viel, viel leichter, gerade für einen Anfänger. Man muss nicht direkt 3, 4, 10 Quadratmeter Gemüsebeet umgraben und machen, so wie man das von früher kannte. Die haben es ja immer und ständig so gehabt. Hier ist es ein kleiner, umgrenzter Raum, den man sauber halten kann und der nur für Gemüse zur Verfügung steht. Man kann das ja endlos erweitern, wenn man richtig Spaß dran hat. Aber wenn man merkt, das ist doch nichts für mich, dann ist es auch wieder schnell weggemacht. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass man mit kleinen, umgrenzten Räumen erstmal anfangen sollte. Und dann, wenn man richtig Spaß dran hat, kann man ja allmählich immer weitergehen. Wir haben ja im Herbst Hornspäne und Laub auf die Beete getan. Und die Hornspäne zersetzt sich ja Stück für Stück und steht jetzt als Dünger für die Pflanzen. Oh, guckt mal hier, ne? Also die Regenwürmer haben hier ganze Arbeit geleistet und das Laub auch schön zersetzt. Und die groben Wurzeln hier mache ich noch raus. Könnte Unkraut sein, will ich nicht. Und der Regenwurm kommt natürlich auch wieder zurück. Der darf weiterarbeiten. So. Okay. Und ihr seht, wie schön schwarz die Erde wird durch das Laub. Das ist richtig, richtig schön. So.
Auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Im Prinzip dieses Schwarze, das ist der Humusanteil letztendlich. Ein Boden besteht ja aus mineralischen Bestandteilen, sprich entweder Sand, Schluff oder Ton. Und eben auch aus dem Humusanteil. Der Humusanteil letztendlich sorgt dafür, dass Nährstoffe unmittelbar zur Verfügung stehen. Der Humus zersetzt sich und die Nährstoffe, die da drin enthalten sind, werden im Prinzip pflanzenverfügbar. Mineralisierung nennt man das einfach. Das heißt, alles, was sie an Laub draufgebracht hat im Herbst, das ist über den Winter mineralisiert worden und steht jetzt demnächst den Pflanzen, den Keimlingen zur Verfügung. Ganz, ganz wichtig, den Humusgehalt immer relativ hoch zu halten, gerade in Gemüsebeeten. Dann ziehen wir mal ein paar Linien. Das ist viel zu eng, ich weiß, aber ich habe es die ganzen Jahre so gemacht und hatte trotzdem eine ordentliche Ernte. Und dann können sich die Pflanzen, gerade die dicken Bohnen, die sind ja, die wachsen ja relativ hoch und dann können die sich auch ein bisschen stützen. Und das wird trotzdem was, auch wenn die hier zu eng laut Beschreibung ausgesät werden. Da muss man seine eigenen Erfahrungen machen. Ansonsten kann man sich natürlich trotzdem wieder an die Packung halten. Da stehen die Reihenabstände nämlich letztendlich auch drin. Und wenn sie ihre guten Erfahrungen damit gemacht hat, oft ist es einfach so, ich habe nur einen Kasten zur Verfügung und muss nun mal alle Samenkörner unterbringen. Und dann macht eben auch so. Das ist nichts Verwerfliches dran oder das sollte man nicht kritisch sehen. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Gemüsearten. So, dann wollen wir mal. Da freue ich mich drauf. Die essen wir nämlich sau gerne. Die werden auch nicht konserviert. Die werden immer so gefuttert. So. Auch das, was ich hier in den Reihen mache, ist eigentlich viel zu eng, aber trotzdem erfolgreich. Und man hat ja auch oftmals das Problem, dass das ein oder andere Körnchen nicht aufgeht. Und dann hat man nicht allzu große Lücken dann später im Beet. Wichtig, wir wollen ja den Schädlingen kein All-You-Can-Eat-Buffet sozusagen vor die Nase stellen. Das heißt, ihr müsst immer ein bisschen gucken, wenn ihr letztes Jahr an der Stelle Bohnen hattet oder Kohl oder. Immer versuchen zu rollieren, dass ihr nie 2 Jahre hintereinander das gleiche Gemüse am gleichen Platz anbaut. Weil das ist ja dann die Einladung schlechthin für die Schädlinge, weil sie genau wissen, da gibt es das jetzt dieses Jahr wieder. Und deswegen immer gucken, dass ihr hier rolliert. Ja, hier war jetzt letztes Jahr keine Bohnen drin, also kommen dieses Jahr Bohnen rein. Und es geht sich natürlich nicht, noch nicht mal nur um die Schädlinge, sondern vor allen Dingen auch jedes Gemüse zieht natürlich ganz bestimmte Nährstoffe aus dem Boden und vor allen Dingen bestimmte Spurennährstoffe. Habe ich immer wieder das gleiche Gemüse auf der gleichen Stelle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwann der Boden total ausgelaugt ist. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Wenn man also ein anderes Gemüse an die gleiche Stelle setzt und es zieht andere Nährstoffe bevorzugt raus, dann erholt sich der Boden natürlich. Das heißt, wenn ich einen Starkzehrer habe, der benötigt sehr, sehr viel Stickstoff fürs Wachstum, ein Schwachzehrer dagegen deutlich weniger. Und wenn ich immer die gleiche Menge an Laub beigebe oder die gleiche Menge an Dünger, dann erholt sich nach einem Starkzehrer natürlich der Boden deutlich besser, wenn ich nur noch einen Schwachzehrer da drauf setze. So, und jetzt drücke ich die alle noch mal schön runter. Und mache jetzt hier meine Saatrille zu. Die dürfe ruhig so 3, 4 Zentimeter tief. Und wenn man die früh setzt, ist das auch richtig gut, weil dadurch haben sie später weniger Probleme mit Schädlingen. Okay, jetzt müssen wir nur eins bedenken, wenn die irgendwann. Mancher fragt sich natürlich, warum hat eine Pflanze eigentlich weniger zu kämpfen, wenn man sie früh setzt gegenüber Schädlingen? Das hat folgenden einfachen Hintergrund. In der kalten Jahreszeit sind einfach die Schädlinge noch nicht unterwegs.
Wenn es allmählich wärmer wird und die Pflanzen kommen so ganz allmählich raus, sind es natürlich sehr, sehr, also wenig widerstandsfähige Keimlinge, die da rauskommen. Das heißt, wenn dann Keimling und Schädling gleichzeitig in die warme Zeit gehen, dann sucht sich der Schädling natürlich immer sofort die jüngsten und einfachsten Pflanzen aus, wovon er sich ernähren kann. Wenn ich aber relativ früh meine Keimlinge setze, und es funktioniert, weil sie es einfach temperaturmäßig mitmachen, dann hat der Schädling fast keine Chance oder deutlich weniger Chancen, sich darüber herzumachen, weil die Pflanze, je älter sie wird, immer widerstandsfähiger wird. Gerade was das Laub angeht, das sollte man nicht unterschätzen. Da ist die Vorgehensweise eigentlich schon ganz richtig. Wenn man anfängt zu keimen, freuen sich die Vögel über diese extra Portion Eiweiß und buddeln die aus. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Und um das einfach zu verhindern und noch ein bisschen Witterungsschutz einzubauen, habe ich hier ein ganz normales Gartenvlies. Das habe ich mir mal auf der Rolle gekauft. Und da schneide ich mir jetzt zu. Und dann wird das abgedeckt. Genauso wie bei den Erbsen. Dadurch habe ich einen Kulturvorsprung. Und kann sie früher setzen, weil zum einen schützt das, dass die Vögel mir die aufgehende Saat rauspicken. Und zum anderen ist das ja auch gleichzeitig noch ein bisschen Witterungsschutz. Und trotzdem können die Pflanzen darunter atmen und gedeihen. Und auch wasserdurchlässig ist dieses Gartenvlies. Und das muss ich jetzt nur auseinanderfriemeln und gut befestigen. Dafür stopfe ich es an den Seiten hier richtig mit in die Erde rein. Und das hat mir im letzten Jahr so einen Kulturvorsprung auch gebracht, gerade bei den Erbsen. Ich hatte schon Erbsen, wo andere gerade mal 30 cm aus dem Boden geschaut haben, konnte ich schon Erbsen ernten. Ne? Das, was die Dame da jetzt gerade macht, ist letztendlich im Prinzip das Nachfolgemodell des Frühbeetkastens. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört. Früher gab es immer so Kästen, die genauso wie hier sind, aber leicht schräg. Und da wurden dann Glasscheiben draufgelegt. Da entstand dann ein Kleinklima unter den Glasscheiben und es war eben auch genauso geschützt vor Vögeln etc. Aber vor allen Dingen die Erdwärme, die von unten hochkam, da wo es noch nicht gefroren ist, hat sich letztendlich unter den Scheiben gestaut. Und hier ist es genauso. Die Wärme, die von unten aufsteigt, staut sich so ein bisschen unter dem Vlies, weil das Vlies auch dafür sorgt, dass der Wind nicht so drüber ziehen kann und den Boden auskühlen kann. Das ist der einfache und simple Effekt. Das ist kein Frostschutz im Sinn des Wortes, aber jeder, der mal einen Obdachlosen gesehen hat, der sich mit einer Zeitung zudeckt, hat sich vielleicht schon mal gefragt, warum soll denn eine dünne Zeitung dafür sorgen, dass man nicht so friert, weil der Wind nicht sofort greifen kann. Das ist der eigentliche Grund. Man trocknet schneller aus bei Wind und man kühlt schneller aus bei Wind. Und wenn man das so ein bisschen durch ein dünnes Vlies, eine Glasscheibe oder wie es eben der Obdachlose macht mit der Zeitung, sorgt dafür, dass man nicht so auskühlt. Das ist der einzige Grund. Es ist kein echter Frostschutz. Obwohl ich es letztes Jahr auch Ende Februar, Anfang März gesetzt habe, hatte ich schon Erbsen, wo andere noch davon geträumt haben. So, und auch hier stopfe ich den Überschuss gleich rein. Erstmal die eine Seite hier fertig machen. Am Rand so tief wie möglich in die Erde rein, damit der Wind mir das auch nicht rausreißt. Und da sind diese Beetkästen hier einfach spitze. Wer das nicht hat, der kann das auch mit Steinen beschweren. Aber dann regelmäßig kontrollieren, wenn es gestürmt hat, dass auch noch alles an Ort und Stelle ist. Jetzt kann mir hier kein Vogel was rauspicken. Und ich habe trotzdem einen Vorsprung. Die können wachsen, Keime. Und die Erbsen waren letztes Jahr unter dem Vlies schon so hoch, bis die Temperaturen gepasst haben und ich das Ganze runternehmen konnte. So, dicke Bohnen sind in der Erde und dann holen wir uns das nächste Saatgut und gehen zum nächsten Beet. So, auch das Beet habe ich schon mal vorbereitet, meinen letzten Sellerie rausgeholt und ganz nebenbei noch ein Möhrchen gefunden. Das nehmen wir gleich mit in die Küche. Und ich habe hier auch schon 4 Rillen vorbereitet und hier kommen jetzt meine Zuckerschoten rein. Auch hier, ich sehe sie wieder viel zu dicht aus, aber es funktioniert. So, auch hier so 3-4 cm tief und dann schön das Saatgut rein. Wenn die junge Dame ihre Erfahrung damit gemacht hat, das Saatgut dichter auszusäen, wie es eigentlich angedacht ist,
dann ist das auch legitim für sie. Aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man das keine Erfahrung hat und einfach so auf dem blauen Dunst das macht, dass sich dann die Pflanzen zu schnell hochschieben. Und wir sprechen hier tatsächlich als gärtnerischer Begriff und von Geilheit. Das hört sich immer sehr komisch an, aber das ist ein gärtnerischer Begriff. Das heißt, die Pflanzen schieben sich gegenseitig hoch, haben kein dicken Wachstum und schieben sich einfach nach oben. Und dann werden sie so lang und kippen einfach über. Das kann dann ganz, ganz schnell passieren, wenn die Pflanzen zu viel Nährstoffe bekommen und gleichzeitig zu dicht stehen. Das heißt, es ist eine Gratwanderung aus Erfahrung und dem, was noch sinnvoll ist. Das setzt ein bisschen Erfahrung voraus. Tendenziell würde ich einem Anfänger immer raten, sich so ein bisschen eher an die Angaben auf der Packung zu halten. Aber wenn man natürlich einen erfahrenen Gärtner an der Seite hat, ist dagegen auch nichts einzuwenden, wenn derjenige einem entsprechende Tipps auch geben kann. Okay. Gut. Wieder in die Säcke mit dem Ding, damit der Müll nicht im Garten rumfliegt. Und auch hier wieder schön zumache. Und hier machen wir dann auch gleich das gleiche wie bei den dicken Bohnen. Dann kommt das Gartenvlies drauf. Weil wie gesagt, eigentlich sind wir zu früh für die Zuckerschoten und für die Erbsen. Aber durch das Vlies funktioniert das wunderbar. Ja, den nehmen wir weg. Und das Vlies kann man auch mehrfach wiederverwenden. Das kann man, wenn man es runtergemacht hat, auch nächstes Jahr oder für die nächste Kultur wieder hernehme. Das ist vom einmaligen Gebrauch ja nicht aufgebraucht oder kaputt. Auch wenn es farblich sich verändert durch die Erde, aber das kann man ruhig wiederverwenden. Und solltet ihr jetzt noch Hecken oder Baumschnitt haben, hebt's auf. Ich habe hier immer sowas und zwischen zwei Reihen stecke ich die immer in die Erde als Rankhilfe. Und irgendwann sind sie dann so zersetzt, dass so viel Kompost komme. Aber solange nutze ich sie dann als Kletterhilfe. Da kommen nur zwei Reihen rein, immer zwischen zwei, so eine Reihe von denen hier. Und dann ranken die da wunderbar dran hoch und brauchen nichts anderes als Rankhilfe. Und sollte es wieder erwarten, nochmal so richtig, richtig kalt werden, kann man hier auch noch mit ein bisschen Tannegrün die Beete über dem Vlies abdecken. Für alle Fälle. Aber so kalt wird es auch nicht mehr. Wenn es mal 1-2 Grad Minus hat, ist das auch nicht wild. Das schaffe die dann. Das war eben früher in diesen Frühbeetkästen immer der Vorteil. Wenn es wirklich gefroren hat, hat man einfach die Glasscheiben nochmal draufgelegt und dann war es wirklich richtig, richtig zu. Und da gab es eben relativ selten eben die große Gefahr von Frösten, weil einfach die aufsteigende Wärme von unten, vor allen Dingen, weil sie ja mit Mist vorbereitet waren, auch der Mist entwickelt eine unheimlich hohe Temperatur und dementsprechend hat man da eigentlich immer recht guten Erfolg gehabt. Aber ich kann das verstehen, man möchte natürlich auch den Aufwand immer möglichst gering halten, aber wenn man irgendwann mal richtig Spaß an sowas bekommt, dann sollte man nochmal drüber nachdenken, so den Klassiker des Frühbeetkastens einfach nochmal aufzugreifen. Zumindest unter dem Vlies. Wichtig ist nur, gut reinstecke, damit der Wind uns das nicht wegpustet. Okay, dann sind die Zuckerschoten auch in der Erde und jetzt gehen wir zum nächsten Beet, weil wir wollen ja auch noch die Mark- oder Schälerbsen haben. Ihr seht, alles mal ein bisschen lockern und weil wir Erde aufgefüllt haben, dass das auch noch mal ein bisschen durchgemischt wird. Hier waren im letzten Jahr Karotte. Sie ist gar nicht so ein bisschen darauf eingegangen, aber es gibt eine ganz, ganz große Gefahr, wenn man Beete einfach auffüllt. Wenn man nicht mit dem gleichen Boden arbeitet wie der Boden, der vorhanden ist, reden wir immer darüber, dass sich Schichten bilden können. Und diese Schichten von verschiedenen Bodenarten führen dazu, dass eine Kapillarität, das heißt das aufsteigende Untergrundwasser, nicht bis oben kommt. Es bleibt an dieser Schicht stehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man einen Unterboden hat, der feucht ist, aber der obere Boden, der dann aufgetragen wird, nimmt diese Feuchtigkeit nicht an, weil diese durchgehenden Kapillaren einfach gar nicht entstehen. Es ist also wirklich eklatant wichtig, diese Bodenarten zu vermischen, damit auch wirklich ein aufsteigendes Wassergefüge entstehen kann. Das heißt, ich muss
dafür sorgen, dass nicht einzelne Schichten da sind, sondern ich muss dafür sorgen, dass mehrere Bodenarten, wenn sie denn unterschiedlich sind, auch so ordentlich vermischt werden, dass ich dafür sorgen kann, dass eine vernünftige Bodengare entsteht. So nennen wir Gärtner das. Bodengare bedeutet nichts anderes, als dass Bodengefüge so optimal für die Pflanzen zusammengestellt wird. Das heißt, hier kann ich jetzt problemlos die Erbsen reinmachen, ohne dass ich mir die Schädlinge zum Buffet einlade. Okay, dann, wo sind meine Erbsen? Ah, der Matthias Hilfe. Und ja, jetzt kommen diese hier in die Erde. Vielleicht noch mal ein ganz kurzer kleiner Hinweis, wie man das Ganze vielleicht auch noch mal nett gestalten könnte. Ihr habt alle gesehen, es sind diese Kästen auf dem Boden vorhanden und sie spricht auch die ganze Zeit von Schädlingen. Letztendlich der Hauptschädling ist immer noch die Schnecke, die sich dann über das Gemüse hermacht. Und wenn man auf diesem Holzkasten so einen kleinen Streifen mit Kupferblech nageln würde, quasi als Schwelle, dass die nicht da oben drüber kriechen können, das wäre dann schon deutlich besser, dass man eben weitaus weniger mit diesen Schnecken zu kämpfen hat. Wir kennen sowas als Schneckenzaun, den kann man fertig kaufen, aber so ein ganz kleiner Kupferstreifen, den man beim Dachdecker vielleicht relativ günstig kriegt, der ist im Prinzip schon genau der gleiche Effekt, aber deutlich kostengünstiger. Und ihr seht, ich weiche die ja auch nicht ein. Wir hatten ja jetzt einen relativ feuchten Herbst und Winter. Die Erde ist schön feucht. Ich brauche die überhaupt nicht einweichen. Die sollen sich ja auch Zeit lassen mit dem Keime. Wenn für die die Temperatur passt, lege die schon von alleine los. So. Und auch hier, Abstand hat mich da noch nie interessiert. Das ist immer bei uns oder bei mir Pi mal Daumen. Und wenn zu viel kommt, ist es auch nicht schlimm. Besser zu viel als zu wenig. Letztes Jahr haben die Nachbarn im Vorbeigehen gesagt, oh, ist das nicht noch zu früh für die Erbsen? Und habe gesagt, oh, ist ein Versuch. Und ich hatte ja eine reiche Ernte. Von daher wiederhole ich das dieses Jahr genauso früh. Das ist natürlich auch immer eine gefährliche Geschichte, klar, da braucht man gar nicht drum herum reden. Ich glaube, wenn sie mit dem Vlies nicht arbeiten würde, kann der Schuss wirklich nach hinten losgehen, weil wenn der Keimling hochkommt, so gerade eben, man kennt das vom Rasenaussaaten, und es geht ein Nachtfrost darüber mit Minustemperaturen von 2 bis 3 Grad, dann erfriert der Keimling natürlich, dann ist er weg. Und dann ist die Ernte komplett weg, genauso wie zum Beispiel beim Rasen. Das Vlies puffert natürlich einiges ab, das darf man gar nicht unterschätzen. Dementsprechend wirklich darauf achten, nicht einfach sagen, ach, ich probiere das einfach mal aus. Man muss dann schon die Vorkehrungen haben, wie Sie eben auch, dass man zur Not noch mal eben abdeckt, damit der Keimling selber vor Frost geschützt wird. In der Hoffnung, dass die Witterung ähnlich ist. Wer da ganz sicher sein will, wartet einfach noch 2-3 Wochen. Aber bis ihr das Video seht, habe ich ja schon eine Woche Vorsprung. Und dann dürfte das auch funktionieren. So. Ja, Emil, guckst du zu, was ich mache? Das ist mir jetzt nicht geheuer, wenn er gefilmt wird. Merkst du es? So. Dann auch hier schön reindrücken. Ich habe oft gesehen oder gelesen, manche ziehen ja die Erbsen sogar im Haus vor, weil die Vögel immer die frische aufgehende Saat auspicken. Und jo, bei dem, was ich alles vorziehe, müsste ich ja ein eigenes Haus nur für die Voranzucht haben. Aber auf dem Weg verhindert man halt auch, dass die Vögel sich die Eiweißbomben über die schönen Keime raushole und man kann trotzdem schon bei Zeide loslegen. Was ich jetzt noch mache, ist meine Saatbänder von den Radieschen. Die bastel ich jetzt noch und dann kommen die einfach noch ins Hochbeet. Und das ist im Moment auch schon alles, was ich tue. Wer sich wundert, dass ich hier nichts dünge. Ich habe ja im Herbst Hornspäne und ich habe im Herbst auch Laub draufgepackt und das ist alles schön verrottet. Und das steht jetzt auch im Frühjahr, wenn die Pflanzen das brauchen, die Nährstoffe zur Verfügung.
Ganz, ganz wichtiger Hinweis eigentlich, viele reden immer darüber, dass man ja die Keimlinge, wenn sie dann so ein bisschen entstehen, unbedingt mit Nährstoffen versorgen müssen. Und viele gehen dann hin und düngen dann nachträglich nochmal drauf. Eigentlich ist es genau umgedreht. Der Keimling ist gegenüber zu hohen Nährstoffgaben hochempfindlich. Das heißt, die Wurzel verbrennt einfach sehr, sehr schnell, wenn ein Dünger unmittelbar an die Keimwurzeln kommt. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Das, was sie gemacht hat, ist dann schon deutlich richtiger, dass man im Herbst dann im Prinzip den Dünger aufbringt und dann ihn zersetzen lässt, dass die Nährstoffe zwar zur Verfügung stehen, aber ganz allmählich und nicht der Dünger unmittelbar an die Wurzeln kommt. Und erst wenn die Pflanze entwickelt ist, dann sollte man eben möglicherweise erst mit dem Düngen letztendlich anfangen. Der richtige Weg gerade für einen Anfänger ist immer der sogenannte organische Dünger, weil man damit weniger verkehrt machen kann als ein mineralischer Dünger. Mineralische Dünger sind ja letztendlich künstlich hergestellte Dünger, die Mangelerscheinungen vor allen Dingen ausgleichen sollen. Ein organischer Dünger, der ist nicht so gezielt einsetzbar, was die Nährstoffe selber angeht, aber er zersetzt sich mit den mineralisierenden Bakterien ganz allmählich. Und das ist der entscheidende Vorteil. Er wird immer nur dann zersetzt, wenn der Mangel entsteht. Und dementsprechend werden dann die Bakterien aktiv. Und dementsprechend kann eine Überdüngung des Bodens nur in den seltensten Fällen vorkommen. Und ja, jetzt warten wir einfach, bis es keimt. Und wenn es groß genug ist, kommen die Stange rein. Und ansonsten, wenn ich in der nächsten Zeit vielleicht den ein oder anderen Gartentipp nicht drüber bringen kann, weil ich ein paar Wochen ziemlich vereinnahmt bin, dann wird der Matthias oder die Marie euch das ein oder andere Update geben. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Dreckige Hände machen glücklich. Tschüss! Das ist in der Tat auch wirklich ein schöner Spruch. Dreckige Hände machen glücklich, kann ich wirklich nur bestätigen. Alles, was man mit den eigenen Händen geschafft hat, das macht besonders viel Spaß. Gemüse kaufen kann ja wirklich jeder, aber sich Inspiration holen, wie hier auf unserem Account zum Beispiel, sich einfach mal mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, das macht deutlich mehr Spaß, wenn man sie dann selber in der Realität auch umsetzen kann. Wenn euch die Rezension gefallen hat, dann hinterlasst den Videos, die ich gerade kommentiert habe, doch einfach mal einen kleinen Kommentar oder ein Like oder abonniert sie sogar. Genauso wie unseren Kanal, abonniert uns und schaut regelmäßig rein, damit ihr mit News versorgt werdet. Ihr könnt natürlich, um euch Inspiration zu holen, auch gerne auf unseren Online-Shop mal einfach schauen, Naturstein-Handel, und auch da könnt ihr euch eine Anzahl von Anregungen holen.